So ein Trottel. Okay, und weiter geht's. Mittlerweile wissen wir, wer unsere Gegenspielerin ist. Und zwar ist das eine gewisse Carlia. Sie steckt auch hinter dem Kauf vom Gut Golden Glanz, wie wir jetzt dank dem Gollum Ei herausgefunden haben. Und wir wissen auch, dass sie die Mörderin vom ehemaligen Gildemeister am Gallus ist. Jetzt gilt es, dass man sie findet, und zwar bevor sie noch weiteren Schaden anrichten kann. Lassen wir los. Gut, dass ihr endlich kommt. Ich habe die Ruinen erkundet. Ich bin mir sicher, dass Carlia noch da drinnen ist. Nein, ich habe ihr Pferd gefunden. Keine Angst, ich habe mich darum gekümmert. Auf dem wird sie nicht mehr fliehen können. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt ist. Ihr geht vor. Oh, entschuldigt. Ich hatte gedacht, dass ich ihr das Sagen hätte. Mehr soll das bitte Türe fürs aufmachen. Kollege. Komm mehr, so haus ab, da. Und aufmachen. Müsst ihr ständig stehen bleiben? Wir warten nur noch auf dich, Kollege. Haus da die Türen aufmachen. Man sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgrabhügel einzubrechen. Sehr interessant. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. So ein Trottel. Oh Mann. Eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Man muss nur wissen, wie es geht. Und natürlich verdammt geschickt sein. Ja, du bist verdammt geschickt. Das sollte reichen. Nach euch. Danke, Kollege. Was wollt ihr? So ein Habasch. Er wird dann noch herausfinden, warum ich den Mercer auch ja, nicht mag. Ja, was ist denn jetzt wieder? Aber da gibt sich dann aus der Geschichte raus. Ach, der Gestank hier drin. Dieser Ort riecht nach Tod. Seid aber wachsam. Was du nicht sagst. Gell? Was war das? Eine wirkliche Herausforderung. Der Mensch ist einfach einer zu viel. Genau. Nein. Hätte es jetzt nur so semi gebracht, hä? Könnte man auf dem Erso drin einspüren. Voll daneben. Sieht an der Kette dort drüben und passt auf die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte Carlia alle Fallen scharf gemacht. Ich
Welcher ist das da? Fuß! Runter! Ihr habt gerade eure eigene Garde. Achtung, Falle. Der andere ist die ganze Zeit am Labern. Durch geht's. Da durch, oder? Es geht also los. Mhm. So komm. Da. Tschüss. Wieso rennt ihr weg? Hallo? Hallo? Schivo. Ciao, Schivo. Ski war schon, gell? Da war ich nicht. Ihr versteckt euch. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Du Luder, was seid ihr? Kleines Luder. Hör auf, labere, komm lieber. Komm mehr, so komm. Euer letztes Stückchen hat geschlagen.
gewesen. Hast du auf eine Ansicht? Grüezi, Merso. Fuss, runter! Ciao! Herrlich. Eure Leiche. Da ist doch was in der Nähe. Schon ein Klugi, hä? Schon ein Klugi. Der andere haut einfach ab. Ich habe hunderte von euresgleichen getötet. Das war eine Hinrichtung. Dann doch einfach niemanden umbringen und einfach mal still sein. Ich werde euch nicht müssen erklären, warum ich den Mörser. Warum ich den Mörser auch nicht mag. Der wird sich aus. Oh, Dietrich, der wird sich aus der Geschichte geben. Oh! Ka-ching! Nee. Ja, gut. Ihr seid ziemlich neugierig für jemanden, der behauptet, ein Dieb zu sein. Wieso sind Diebe... so geil. Warte, machen wir jetzt nochmal. Dein Ernst? Herrlich, da könnt ihr den ganzen Tag machen. Zurück zu deiner Frage, Mörser. Wieso sind die eben nicht neugierig? Einfach weil ich es noch nie gemacht habe, machen wir das nochmal von der anderen Seite. Sag mal, bin ich die Einzige, die das lustig findet? Vermutlich schon, hä? Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist sie auch vorbeigekommen. Du sagst. Geht also los! Ja. Die Tür da vorne. Perfekt für einen Hinterhalt. Seid bereit. Absolut. Sind absolut da. Fuß runter! Hoi! Nur eine Nervensäge. Oh oh, ich bin tot. Euer Leben gehört mir. Ich bin wegen dem anderen am Lachen. Der andere schon wieder. Ich werde auf eure Leiche spucken.
Oh, schwarze Seelenstein. Den können wir brauchen, weil wir sind ja schließlich ein Vampir. Das war die, wo wir ein Vampir waren. Servus! Euer Leben, was hat dazu meine Tote? Komm her, sie. Grüezi, du Vogel. Ja, das ist, glaube ich, schon richtig da drüben. Sonst gehen wir den noch kaputt machen. Da. Triumph sein. Hier ist niemand. Merci, kommst du auch? Oder hast du keine Lust? Steh noch mal dort hin. Steh noch mal da in die Mitte. Da. Steh mal da auf die Linie. Nicht lustig. Ich finde es schon. Ich finde es reibeglatt. Also. Haben wir dich alle? Ah, eine der berüchtigten Rätseltüren der Nord. Nett. Ohne die passende goldene Klaue sind sie normalerweise unmöglich zu öffnen. Und da ich mir sicher bin, dass Kalia die schon beseitigt hat, sind wir auf uns allein gestellt. Zum Glück haben diese Türen eine Schwäche, die man nur kennen muss. Eigentlich ganz einfach. Kalia ist ganz in der Nähe, da bin ich mir sicher. Wir sollten weitergehen. Da wäre so nichts, noch einmal herauszufinden, wie der Mörser. Der Mörser, ich sage jetzt einfach Mörser. Wie er da anbringt, die Türen aufzuziehen, ohne die Klauen. Au, jetzt habe ich mich gerade vergiftet. Nein. Ah, ja. Glaubt ihr allen Ernstes, dass euer Pfeil mich erreicht, bevor meine Klinge euer Herz durchbohrt? Gebt mir einen Grund, es zu versuchen. Ihr seid ein schlaues Mädchen, Kalia. Ein genialer Plan, gut Goldenglanz zu kaufen und die Honigbräu-Brauerei zu finanzieren. Um die Niederlage eines Feindes sicherzustellen, müsst ihr zunächst seine Verbündeten schwächen. Das war die erste Lektion, die Gallus uns gelehrt hat. Ihr habt schon immer schnell gelernt. Nicht schnell genug, sonst wäre Gallus noch am Leben. Gallus hatte sein Reichtum und er hatte euch. Er musste nur in die andere Richtung schauen. Habt ihr den Eid vergessen, den wir als Nachtigallen abgelegt haben? Habt ihr erwartet, dass er eure Methoden einfach ignorieren würde? Genug von diesem sinnlosen Geplapper. Kommt, Kalia. Es ist Zeit, dass ihr und Gallus euch wiederseht. Ich bin nicht dumm, Mercer. Mit euch die Klingen zu kreuzen, wäre mein Todesurteil. Aber ich verspreche euch, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wird das euer Verderben sein. Wie interessant. Es scheint, dass Gallus Geschichte sich wiederholt hat. Dank Kalia habe ich die Mittel dazu, euch loszuwerden. So wird dieses uralte Grab eure letzte Ruhestätte. Aber wisst ihr, was ich am faszinierendsten finde? Dass all das erst durch euch möglich wurde. Lebt wohl. Ich werde Brynjolf eure Grüße ausrichten. Hey.
So, jetzt wisst ihr doch auch, warum ich den nicht mag. Sachte, steht nicht zu schnell auf. Wie geht es euch? Nein, ich habe euch das Leben gerettet. Meine Pfeilspitze war in ein besonderes lähmendes Gift getaucht. Das hat euren Herzschlag verlangsamt und euch vor dem Verbluten bewahrt. Hätte ich euch umbringen wollen, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Ursprünglich wollte ich den Pfeil für Mercer verwenden, aber ich hatte kein freies Schussfeld. Ich habe mich im Bruchteil einer Sekunde dafür entschieden, euch aus dem Weg zu räumen und damit euren Tod verhindert. Mehr als ihr euch jemals vorstellen könnt. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das Gift für diesen Pfeil zu perfektionieren. Ich hatte nur gehofft, Mercer lebend gefangen zu nehmen. Mercer muss der Gilde vorgeführt werden, um sich für seine Taten zu verantworten. Er muss für den Mord an Gallus bezahlen. Jawohl. Mein Plan, Mercer ausgerechnet in der Schneeschleierzuflucht einen Hinterhalt zu legen, war mehr als nur reine Ironie. Vor eurem Eintreffen habe ich ein Tagebuch bei Gallus Überresten gefunden. Darin finden wir sicher die Informationen, die wir brauchen. Ich wünschte, ich wüsste es. Das Tagebuch ist in einer Schrift geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Entier. Gallus Freund an der Akademie von Winterfeste. Natürlich. Er ist der einzige Außenstehende, dem Gallus das Wissen um seine Identität als Nachtigall anvertraut hat. Es gab drei von uns. Mich selbst, Gallus und Mercer. Wir waren ein anonymes Fragment der Diebesgilde in Rifton. Vielleicht erzähle ich euch später mehr davon. Mhm. Zunächst aber müsst ihr mit dem Tagebuch nach Winterfeste gehen und eine Übersetzung besorgen. Hier, nehmt auch diese. Die könnten sich auf eurer Reise als nützlich erweisen. Cool, danke, Kalia. Also der Mercer ist der Böse, nicht da die geheimnisvoll Kalia. Enton! In der letzten Serie haben wir den Entier Enton genannt. Ja, ich habe es ein bisschen mitnehmen und ich finde Enton tönt einfach cooler wie Entier. Und Enton war eines meiner Lieblings-Pokémon. Jawohl. Mercer hat die Gilde belogen, mich als Mörderin gebrandmarkt und meinen Namen bei all seinen Kontakten in den Schmutz gezogen. 25 Jahre lang war ich auf der Flucht, habe niemals zweimal am gleichen Ort geschlafen und sorgfältig meine Spuren verwischt. Mercer soll nicht sterben. Er soll die kalte Hand des Schicksals zu spüren bekommen, wenn sein Leben vor seinen Augen in Trümmer fällt und er von der Gilde gejagt wird. Denkt dran, sprecht nur mit Entier, vertraut niemand anderem. Okay, so machen wir's. Was für ein Fuchs, der Mercer, ne? Macht er doch tatsächlich Kalia für den Tod von Gallus, vom ehemaligen Diebesgilde-Meister, verantwortlich, obwohl er sie eigentlich selber war. Ihr seht ein bisschen müde aus. Solltet ihr nicht zu Hause im Bett sein? Oh, mache ich später. Obwohl er sie eigentlich selber war. Jetzt darf er sich vor der Diebesgilde verantworten. Für das muss man aber zuerst finden. Du, Gesundheit, brauchst du das Ricola? Dann müssen wir aber zuerst finden und da können wir mit Hilfe von ihm seinem Tagebuch, wo Kalia glücklicherweise neben ihm seine sterblichen Überreste gefunden hat. Das Problem ist nur, dass die Schrift vom Tagebuch für uns nicht leserlich ist. Die müssen wir irgendwie entziffern und dabei kann uns ein gewisses Entier helfen. Und den werden wir das nächste Mal suchen. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Vicky. Klingt er wie eine Katze? Junge! Ich hoffe, dass es um etwas Wichtiges geht. Mach doch die scheiß Türen auf!
Wenn ihr Kalia seht, dürft ihr nicht zögern. Der Kette dort drüben und passt auf die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte Kalia alle Fallen scharf gemacht. Er warnt diesen Latsch selber drin. Genau so soll es sein.